So, herzlich willkommen bei Autohub. Wir machen jetzt was ganz Besonderes. Ich drücke einen Fahrstuhlknopf und wir beide fahren jetzt runter in den Keller. Ein geheimer Ort an einem geheimen Blatt, in einem noch geheimeren Ort, fahren wir jetzt gemeinsam runter in den Keller und ich zeige euch etwas, das Weltpremiere hat. Etwas Besonderes. Fahrstuhl fährt. Ich habe schon langsam, guck mal hier, Gänsehaut, guck mal her. So, dunkler Keller. Und was ich für euch jetzt habe, ist die Weltpremiere des neuen BMW 8er Grand Coupé. So, ich weiß, ihr alle wartet vor allen Dingen auf eins bei so einem Auto. Schiebt den Hubby beiseite, hör auf mit dem Gequatsche, gebt uns Carporn. Premiere des 8er Grand Coupé auf Autohub. Ich kann euch gar nicht viel zu dem Auto sagen, deswegen hat mir BMW dankenswerterweise einen Experten zur Seite gestellt. Das ist Uwe Greiner. Uwe Greiner ist der Produktmanager des 8er Grand Coupé. Ja. Was ich hier sehe, ist ein ziemlich leckeres Oberklasse-Viertüre-Auto, viertüriges Auto, aber vermutlich nicht meine Preisklasse. Wenn Sie auf Ihr Baby schauen, was sehen Sie denn? Ja, ich sehe erstmal einen echten Sportwagen, auch wenn er vier Türen hat. Ja. Unter der Haube ist eigentlich alles das, was das 8er Coupé schon auszeichnet. Das heißt, wir haben dieselben Gene, die das 8er Coupé schon hat, die gleichen Motoren, den gleichen Antriebsstrang, die gleichen Fahrwerkselemente. Das heißt, hierunter verbirgt sich ein echter Sportwagen. Okay, für vier? Für vier. Genau, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied, denn wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die sagen, ich möchte gern einen Sportwagen fahren, aber die permanente Limitierung auf zwei Türen und zwei Sitze ist mir zu wenig. Ich möchte gelegentlich halt doch mal meine Familie, Kinder, Freunde mitnehmen und diese Flexibilität eröffnet sich ihm hier. Das heißt, er kann immer hier bis zu maximal fünf Personen mitnehmen und gleichzeitig aber muss er Sportwagen Feeling nicht vermissen. Ja, wo liegen denn die Herausforderungen, wenn Sie aus einem großen Sportcoupé ein, es ist ja schon mächtig, also wenn ich mir hier die Schulter anschaue, das ist ja, der hat ja einen, darf ich Arsch sagen, der hat ja einen Hintern, der schon so sexy ist. Wo liegen denn die Herausforderungen, wenn Sie aus einem großen Sportcoupé einen Sportwagen für vier machen? Was waren denn die Schwierigkeiten, die Sie lösen mussten? Ja, die ersten Herausforderungen sind erstmal im Design. Vier Personen wollen bequem sitzen, das heißt, sie brauchen vor allem hinten Platz. Jetzt weiß man von typischen Sportwagen, genau da ist es eigentlich eng. Das heißt, im Fond ausreichend Platz für mindestens zwei Personen. Und hier haben wir hier einen 2+2-Sitzer. Das heißt, in der Mitte kann auch kann zusätzlich auch noch eine Person, zumindest in kurzen Strecken, auch noch sitzen. Ach, darf sogar, ich sehe es gerade. Ja. Wir haben fünften Sicherheitsgurt in der Mitte. Genau. Das heißt, er ist zugelassen? Er ist zugelassen als Fünfsitzer. Okay. Ja. Aber der Fokus war eigentlich jetzt hier im Fond auch nochmal zwei schöne, bequeme, zusätzliche Sitze zu schaffen und hier nicht einfach nur eine bequeme Rücksitzbank einzubauen. Und wie Sie schon sehen können, die Fondsitze haben die gleiche Optik und wie die vorderen Sportsitze. Sie sind auch schön ausgeformt. Also, sie haben nicht nur die Optik, sie haben nämlich auch die Architektur, die Geometrie dieser Sitze. Man sitzt genauso wie im Sportsitz, man fühlt sich eingebettet. Und wenn der Sportwagenfahrer schon auch mal dann eine dynamischere Gangart anlegt, dann fühlt man sich auch auf den Hintersitzen sehr wohl. Ich sage immer, wenn man hinten sitzt, fehlt eigentlich nur noch das eigene Lenkrad. Der Achter hat als Coupé ja auch die von BMW als Carbon Core bezeichnete Mischbauweise aus teilweise Carbonstruktur für die Karosse und vielen Leichtmetallen. Ist wahrscheinlich im Grand Coupé nicht anders? Ist alles genau gleich, wie wir es schon vom Coupé her kennen. Eine intelligente Mischbauweise, die dafür sorgt, dass das Auto auch die entsprechende Leichtigkeit hat, die es braucht als Sportwagen, um eben auch dann hier aus der Kraft
Sportwagen typische Fahrleistungen hervorzuheben. Jetzt schaue ich mir mal die Reifengrößen an. Sie haben natürlich hier bei dem Auto wahrscheinlich auch 20 Zoll gewählt oder ist das noch mehr? Ja, hier als Fahrzeug haben wir hier den M850i, der 20 Zoll Räder hat. Inklusive Mischbereifung vermutlich? Mischbereifung serienmäßig bei allen Achterderivaten. Ah ja. Ja, das war schon die Ausgang. Wir haben eigentlich das Auto vom Fahrwerk heraus entwickelt. Das heißt, die Mischbereifung war eigentlich der Befähiger, um eben hier das Fahrwerk entsprechend spezifisch auszulegen und eben hier auch diese sportliche Charakteristik zu bekommen, ohne gleichzeitig zu viel Komfort einzubüßen. Wenn ich mir jetzt diese breite Schulter hier hinten anschaue, ist die Spurweite auf der Hinterachse auch gewachsen? Die ist gegenüber dem Coupé leicht gewachsen. Wir haben 4 cm breitere Spur an der Hinterachse, weil wir hier auch hier zeigen wollten, wie viel Power hier unter dem Auto steckt. Und gerade aus der Heckansicht sieht man ja schon deutlich, dass vor einem ein Fahrzeug fährt, dem es an Kraft wohl nicht mangeln wird. Also da mussten wir auch mit dem Designer eigentlich nochmal sagen, Handschlag von hinten. Dieses BMW 8er Grand Coupé stand als Concept Car in Frankfurt oder in Genf? In Genf letztes Jahr, ne? Und der eine oder andere Autohub-Zuschauer kann sich vielleicht dieses Genf-Spezial nochmal anschauen. Der war dunkelgrün, stand in so einer schwarzen Ecke drin und ich stand davor und habe gesappert. Was mir unheimlich gut gefällt, ist, wenn die Hersteller aus so einem Konzeptfahrzeug, vor dem du ja immer davor stehst, denkst, und dann schaffen sie es tatsächlich, ein Auto zu bauen, wo du hinterher davor stehst und sagst, und genau das passiert mir am Arsch des 8er Grand Coupé. Die Aerodynamik, was Sie ja hier bei dem Auto gut sehen, Sie haben dem Auto keine aktive Aerodynamik verpasst und keinen großen, auffallenden Heckspoiler. Stattdessen eine doch deutlich geformte Abrisskante. Der Heckspoiler ist hier schon in die Heckklappe integriert. Man sieht hier diesen Spoiler-Effekt, was unser Designer vorgegeben hat und was unseren Fertigungskollegen hier hervorragend gelungen ist, ja, ist eben hier den Seitenrahmen hier im Heck finnenartig auslaufen zu lassen, die Heckscheibe etwas abzusenken. Das hat einmal den aerodynamischen Effekt, hat aber auch gleichzeitig einen optischen Effekt. Es gibt dem Fahrzeug schon noch mal ein bisschen eine Besonderheit. Und gerade so eine Kante hier ist fertigungstechnisch eine echte Herausforderung. Ja. So etwas findet man üblicherweise nur bei Fahrzeugen, die in Handarbeit hergestellt werden. Ja, weil das Pressmaterial, worauf der Herr Greiner hinaus will, ist so ein Blech, muss ja gepresst werden, muss umgeformt werden. Und je spitzer deine Kante wird beim Umformen, umso präziser muss das Werkzeug sein, umso teurer wird das Werkzeug herzustellen. Und das ist aber dann auch so ein bisschen, wo Sie als Produktmanager eigentlich sagen, wir müssen bei so einem Auto dann schon auch zeigen, was wir handwerklich machen können, handwerklich in der Lage sind zu produzieren, oder? Also in diesem Segment müssen wir schon ein paar exklusive Besonderheiten zeigen und wie gesagt dem Auto auch einen spezifischen Charakter geben. Ja. Es ist kein MeToo-Produkt, es ist ein eigenständiges Produkt und es geht auch darum, das Grand Coupé optisch ein bisschen auch vom Coupé zu differenzieren. Deswegen auch hier dieses großflächige, neu entwickelte Panoramaglasdach, bei dem die Glasfläche sich über die komplette Dachfläche spannt. Ja, und damit haben wir eigentlich vom Beginn der Windschutzscheibe bis zum Ende der Heckscheibe eine durchgehende Glasoptik, was gerade in Kombination mit helleren Außenfarben das Auto nochmal einen Touch exklusiver erscheinen lässt. Der Heckbürzel erinnert mich fast an den seligen E46 M3 CSL. Der hatte auch so einen schön ausgeformten Heckbürzel, aber ein Carbondach. Werden wir eine Variante mit Carbondach sehen? Die wird es optional geben. Wird es optional geben. Und weil Sie den Heckspoiler angesprochen haben, natürlich sind hier viele Ideen, Inspirationen aus dem Motorsport eingeflossen, viele Erfahrungen aus dem Motorsport. Es ist ein Sportwagen und der darf seine sportlichen Gene auch zeigen. Und wie gesagt, die Erfahrungen, die man hier, ob das jetzt in Hinrichtung Aerodynamik oder was auch immer, auch oder Fahrwerkselemente anbetrifft, die man hier im Motorsport sammelt, die fließt natürlich dann auch hier in die Serienfahrzeuge mit ein. Als Produktmanager wird es wahrscheinlich kaum jemanden geben, der mehr über das Fahrzeug weiß als Sie, oder? Also wird kaum jemanden. Gibt es ein Detail,
auf das sie besonders stolz sind, das aber vielleicht gar nicht so bisher kommuniziert wird, da wo man sagt, ah, das lassen wir uns für später, heben wir mal auf, oder vielleicht findet es irgendjemanden. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, darauf bin ich so richtig stolz? Ja, ein bisschen stolz bin ich schon auf dieses Detail hier hinten, hier im Heckbereich. Auf ja, dieses, das Sie ja schon angesprochen haben, im Concept Car schon dargestellt wurde, in Designmodellen, das aber wirklich eine Herausforderung für alle bedeutet hat, sowohl für die Kollegen von der Entwicklung als auch die von der Produktion. Und diese Dinge werden wirklich oft geknetet und in Frage gestellt, muss das sein? Steht dann einer im Block da und sagt, Freunde, der ist sicher auch dabei. Und hier muss man schon um die Details manchmal kämpfen. Und wenn es dann tatsächlich funktioniert und in Serie fließt, dann ist man schon ein bisschen stolz. Also es gibt hier sehr viele Details am Auto, wo ich weiß, um die musste ich richtig kämpfen. Aber das macht ja so ein Projekt so spannend. Ich finde eigentlich hier auch den Abschluss ganz interessant, wenn man jetzt den Kofferraumhaube aufmacht. Der hat ja so im Prinzip so eine Flügelverschalung nach außen und öffnet ein bisschen mehr, als man klassisch öffnen würde, was dem Auto auch einen ganz eigenen Look gibt. Selbst dann, wenn du jetzt einfach nur deine Einkaufstüten da reinschmeißt, hast du sofort den Eindruck, das ist ne, dieser Flügel, den ich damit jetzt öffne, das ist ein ganz... Also es gibt viele, viele Punkte an dem Auto, wo man sagt, man muss sich wirklich mal in Ruhe hinsetzen oder hinstellen und diese einzelnen Elemente anschauen. Ne? Gut. Außen, Porno, darf man nicht sagen offiziell, aber wir tun das einfach. Im Innenraum, was verändert sich im Innenraum? Mal davon abgesehen, dass er jetzt gegenüber dem Coupé 2 bis 3 Sitzplätze mehr hat. Vorne erstmal gar nichts. Okay. Vorne ist er der gleiche Sportwagen wie der zweite zeitjährige Coupé. Ich habe das gleiche Cockpit, die gleichen Sitze und die gleiche tiefe Sitzposition und damit das gleiche typische Sportwagenfeeling, wie wir es im Coupé herkennen. Einziger kleine Unterschied, durch die etwas höhere Dachlinie habe ich auch auf den Vordersitzen ein bisschen mehr Kopffreiheit. Wir haben hier eine höhere Dachlinie als beim Coupé. Im Vergleich zum Coupé ist die Dachlinie 6 cm höher. Das brauchten wir einmal, um in Summe dann den Raum im Fond zu bekommen. Aber auch die Kollegen vom Design, um diesem Auto diese schöne, fließende, sportwagentypische Silhouette zu geben. Wow. Und wie gesagt, der angenehme Nebeneffekt, wir haben ein bisschen mehr Kopffreiheit vorn. Aber der längere Radstand im Vergleich zum Coupé und das Ganze in Summe fließt eigentlich fast ausschließlich in den Vorraum ein, der sehr geräumig ist und auch großgewachsenen Personen Platz bietet. Großgewachsenen Personen Platz bietet. Das bringt uns zu der Frage, passt denn da hinten auch ein Hubby rein? Also der Sitz ist gerade eingestellt. Der Kollege, der vorne saß davor, der war 1,95 Meter groß. Der vorne war 1,95 Meter. 1,95 Meter. Jetzt dürfen Sie hinten. Also, jetzt kommt der Moment, wo Hubby zum allerersten Mal in das BMW 8er Grand Coupé einsteigen darf. Ach, okay. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, warte mal, ich weiß, die Funke klemmt, ne? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Hubby hat nun mal nicht Idealmaß, aber schaut euch doch bitte das mal an. Wenn der Hubby ein bisschen sportlicher wäre, die königliche dritte Form wieder verwendet, dann wäre das Einsteigen kein Problem gewesen. Und der Platz hier hinten ist wirklich fürstlich. Ne? Also, was haben wir hier für einen Radstand? Knapp 3 Meter? Ja, etwas über 3 Meter. Über 3 Meter sogar. Das ist dann schon fast Radstandlänge X7 irgendwo. Ja, nicht ganz, aber... Wow. Machen wir die Tür zu. Hier hinten haben sie fast so ein Bubbeldach ausgeformt, zumindest für innen. Zweites kleines Dach. Ah ja, das Dach wird hier drinnen geteilt. Du hast da Rücksitzbank, wiederum das Raumgefühl groß. Der Platz hier vorne ist phänomenal und auch der Seiten halt, wie sie es angesprochen haben. Ja, ja, wir wollen ihnen hinten Sportsitzfeeling geben. Ja. Sie soll auch hinten ein bisschen den Sportwagen spüren und auch hier hinten das Freude am Fahren genießen können. Freude am Fahren auf der zweiten Reihe. Das ist nicht so mein Ding, Freude am Fahren, da vorne, wo der Herr Greiner sitzt, das ist eher mein Ding. Ich glaube also, wir sehen uns spätestens dann wieder, wenn wir dieses Auto zum ersten Mal ordentlich bewegen dürfen. Herr Greiner, ich sage vielen lieben Dank für Ihre Erklärungen und so ganz freundlich auch, gut Job. Auto sieht Bombe aus. Und 40 auch so. Und das probieren wir noch aus. Das war Auto Hub. Mein Name ist Björn Haberger, meine Freundin nämlich Hubby. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Hubby nennen. Und jetzt, Flo, nochmal 10 Sekunden Carporn. So richtig schön. 3, 2, 1, jetzt!